So, ich bin hier mit Thomas Anders und Begleitung. Hallo, hallo. Ein wunderschönes Kleid. Ihr seht beide sehr, sehr schick danke, danke. Aus. So, heute Bambi, wie ist es? Na ja, ist Bambi, ja nicht die erste Veranstaltung. Nein, ist nicht die erste Bambi-Veranstaltung. Ich glaube, ich habe schon 15 mitgemacht in meinem Leben oder sowas in der Richtung. Aber man freut sich drauf. Baden-Baden ist schon eine Reise wert und damit Bambi ist super klasse und da freuen wir uns sehr drauf. Ich finde, es hat ja auch was super Charmantes, dass der Bambi in so ein kleines Städtchen gekommen ist. Man merkt, an jeder Ecke steht ein Bambi, jeder freut sich irgendwie drauf. Man kann auf jeden Fall Vergleiche ziehen, wa? Ja, sagen wir so, es verliert sich natürlich nicht so wie in Berlin. Also natürlich, weil Berlin größer ist und ich glaube, dass die Baden-Badener sehr stolz darauf sind, dass das in diesem Jahr hier stattfindet. Und wir freuen uns einfach auf den Abend, viele Kollegen zu treffen und Freunde zu sehen. Und das macht Freude. Und gibt es jemanden ganz bestimmten, auf den du dich freust? Ich weiß gar nicht, wer alles heute hier ist, aber wir kennen schon ein paar, die haben auch gar nicht so direkt mit der Showbranche zu tun, weil es gibt ja auch hinter den Kulissen ganz viele, die auch absolut. Hier sind. Und viele sieht man auch gar nicht, wenn man gleich im Saal ist, sondern die sieht man erst bei der Aftershow-Party. Also da weiß man erst, wer alles hier ist. Ne? Also da sehen wir uns auf jeden Fall auch. Und ich weiß, dass Johannes Oerding und Peter Maffay auftreten werden. Da finde ich sehr schön. Ich weiß, Simply Red ist doch auch da. Simply Red ist auch da. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Show-Acts, die, glaube ich, sehr gut werden. Ja. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Abend. Danke. Und den ganzen Bambi, den gibt es dann in der Mediathek zu sehen. Genau das.